Kuckuck, ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ich habe wieder ein bisschen Post hier liegen. Ich brauchte einfach mal ein paar Tage Pause, aber jetzt geht's wieder rund. Ich werde mal ein bisschen abdrehen. Ich habe hier Post von DP Clubs und das möchte ich euch zeigen. Packen wir das mal aus. Da habe ich zum einen das bestellt. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Das ist ein Ständer. Natürlich in Pink. Wie soll es anders sein? Und da kann man entweder, klar, Tablet, Laptop, was auch immer, raufstellen. Aber es ist tatsächlich auch zum Painten gedacht. Oder kann man zum Painten benutzen. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Wir gehen mal weiter runter. So. Und da kann man jetzt das Lightpad draufpacken. Ich habe hier, wartet mal, meins liegen. Ich habe hier ja das große. Das sollte dann noch klappen. Guckt mal. Und dann, das ist jetzt das Lightpad. Und da könnte man theoretisch halt versuchen, so zu painten. Ich möchte das tatsächlich mal versuchen, weil ich richtig dolle Probleme habe. Das war mein Lightpad, weil ich richtig dolle Probleme habe mit meinem Nacken. Ich habe ja schon seit Jahren Probleme mit meinem Nacken und das Painten macht es leider überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, teilweise muss ich ein paar Tage pausieren. Weil es einfach leider nicht geht mit den Schmerzen. Deswegen will ich das tatsächlich mal ausprobieren und habe mir das mal bestellt. Wenn das nicht funktioniert, kann man das ja auch wunderbar benutzen für, ja, für Tablets oder was auch immer, ne? Finde ich sehr cool. Auch die Farbe ist sehr schön. Und ja, dann geht's weiter. Und zwar habe ich mir diesen Stift bestellt. Ist ja nicht so, dass man keine, ne, oder nicht so, dass man nicht genug Stifte hätte. Aber ich fand den irgendwie sehr, sehr hübsch. Und zwar ist das so ein komplettes Set. Ach, der ist aber auch schön, ne? Der ist wirklich wunderschön. Guckt mal. Also ich finde den super schön. Ich habe hier irgendwie noch Creme zwischen meinen Nagel. Ich habe mir gerade eingecremt. Guckt mal. Ist super hübsch. Der ist wirklich hübsch. Den finde ich wirklich schön. Und wir haben hier Aufsätze dabei. Metallic oder Metallaufsätze. Wir haben ja immer unsere eigenen, ne? Wir kennen das ja. Aber die Aufsätze sind auf jeden Fall dabei. Und ja, fand ich wirklich ein sehr schönes Set. So. Und dann, das sind die beiden Sachen, die ich bestellt hatte, habe ich noch ein Geschenk sozusagen bekommen. Damit ich euch das Ganze mal vorstellen kann. Und zwar ist das, gehen wir ein bisschen höher, für die Garderobe. Das ist so ein Garderobenjackenhalter. Mensch, wie nennt man das denn? Ihr wisst schon, ich zeige es euch einfach mal. So, guckt mal, wir haben ja alles dabei. Und zwar ist das das Motiv mit den Vögelchen. Dann haben wir Strasssteinchen dabei. Mit Sondersteinchen, wie man sieht. Und ne? Natürlich ein Toolkit. Und ganz wichtig, wir haben hier das Werkzeug. Und zwar haben wir hier die Häkchen, also die Haken. Die kommen, ja, das frage ich mich gerade. Die müsste man, weil vorgefertigte Löcher sind nicht da. Ich denke, das ist, kann man machen, aber ich glaube, dass, weil wir haben ja auch solche Klebepads bei. Oder bin ich jetzt völlig Banane?
Das müsste ich mir sonst selber nochmal angucken. Aber wir haben zumindest, wie ihr seht, keine vorgefertigten Löcher. Deswegen würde ich jetzt, ich muss mir das selbst nochmal angucken. Wir gucken mal. Ansonsten ist das vielleicht so, dass man sich die selber reinpuppelt. Das ist bei Holz manchmal ja relativ einfach. Auf jeden Fall würde ich jetzt das so verstehen, dass diese drei dafür gedacht sind, dass die hinten rankommen. Also vielleicht sage ich da auch jetzt was Falsches, muss ich ehrlich sagen. Würde ich aber schon sagen, dass das selbstklebend ist und dass man die Häkelchens hier irgendwie selber ran schraubt. Ne? So. Und so. Genau. Also siehe da, wir haben hier eine Garderobe. Ich denke, wie gesagt, die werden hier irgendwie. Ich gucke mir das selbst auf der Page nochmal an. Wie gesagt, das ist Holz. Das sollte eigentlich so sein, dass wir das uns selber hier reindrehen können mit dem kleinen Schraubenzieher. Einen Schraubenzieher haben wir ja alle zu Hause. Und dann haben wir hier diese süße Garderobe. So, meine Lieben. Und das sind die Sachen von DP Clubs. Ich verlinke euch wie immer alles in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, meine Lieben. So. Bis zum nächsten Video. Und ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Dienstag. Leute, es ist so warm hier. Ich sitze hier und selbst beim Videos drehen, es ist einfach zu warm. Habt einen schönen Tag. Bye, bye.